Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge waren wir noch auf der anderen Seite des Spiegels eigentlich, beziehungsweise, jetzt komme ich hier nicht mehr zurück, doch, beziehungsweise hier durch den Spiegel sind wir durchgekommen, aber ich denke, dass der Bereich hier doch ein bisschen größer ist und man hier doch ein bisschen mehr machen muss, dementsprechend, ja, habe ich mal gecuttet, weil ich ja jetzt auch keine Stunden am Stück aufnehmen möchte, beziehungsweise hochladen möchte pro Folge. Deswegen schauen wir uns jetzt mal genauer um, wo wir jetzt hier genau sind und ob wir dann vielleicht, hoffentlich, am Ende der Folge endlich mal diese Bolzenschneider holen können. Mr. Rekovic ist unvernünftig, um es milde auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich habe so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkovsky, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem, mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie die ganze Gespräche führt und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. Jetzt muss ich aber gerade echt mal schlucken. Kann das sein, dass das mein Vater ist? Ich hoffe nicht. Aber ich habe jetzt irgendwie so die leise Befürchtung, dass ich dieses Mädchen eventuell bin, weil, naja, wer sollte das sonst sein, ne? Eieiei, wir gucken uns jetzt hier erstmal noch um. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck that you left? I hope so. Cause I want you to feel everything. The nurse. Got to her first. But why? Wie sie war zuerst bei ihr. Hello, my love. Nein, nein, nein. Och. Ich wollte doch nur raus. Ich habe doch nur einmal die falsche Taste gedrückt. Was haben wir denn hier noch? I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Okay. Da ist noch was. Mein armer, armer Mr. Tarkovsky. Was ist nur mit dir geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Hirntrauma oder Demenz. Und trotzdem, wenn ich in deine leeren, traurigen Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, als würde niemand den Blick erwidern. Keine Sorge, mein Lieber. Ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich wie möglich bist. 450 Milligramm Venlafaxin. Dann geht es dir gleich besser. Okay. Kommen wir nicht weiter. Okay, also da wären wir jetzt ausgekommen, wenn wir... Ach, da ist der Bolzenschneider. Ah! Oh mein Gott. Ich muss nochmal zurück. Boah, jetzt geht er durch. Ah, Bolzenschneider. Nein, geh da hin. Nimm den. Yes. Fucking finally. Ja! Time to get back to the day room. Ja, ihr Lieben, ich weiß, dass ich seit 5 Minuten quasi schon im Video drin bin. Allerdings nur deswegen, weil ich dummerweise vergessen habe, die 5 Minuten noch an das andere Video beim letzten Video dran zu hängen. Dementsprechend tut es mir leid, dass ich jetzt hier ein bisschen blöd gecuttet habe. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt etwas länger schon nicht mehr gespielt habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich jetzt machen wollte oder machen muss. Hier kann man nicht sehen auf der Geisterebene.
Und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich muss den Bereich verlassen. Genau, den Bolzenschneider hatte ich nämlich gefunden. Betritt die Tagesstätte. Okay. Die Frage ist nur, wohin muss ich da überhaupt noch mal gehen? Weil ich habe keine Ahnung mehr. Das ist alles so lange her. Das nächste... Ach, da war ich von der anderen Seite gerade, ne? Genau. Ich hoffe jetzt nicht, dass dieses blöde Viech jetzt hier kommt, weil sonst raste ich aus. Können wir hier durch? Ah ja, dafür braucht man einen Bolzenschneider. Okay. Perfekt. So worth it. I love you, bolt cutters. Ja, ich auch. Wenn es denn funktioniert. So, gehen wir da runter oder müssen wir... Ja, sieht so aus, ob wir da runter gehen müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich hat dieser komische Boss da irgendwie das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich liebe es, hier rumzulaufen und das alles und dass so ein bisschen Gruselatmosphäre, sage ich mal, aufkommt. Jetzt fange ich schon an, mich zu gruseln, weil ich einen Fleck bei mir auf dem Monitor habe. Das sah jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber das könnt ihr jetzt nicht sehen. Cutters. Bolt Cutters. Schneider. Bolzen. Schneider. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Okay. Spy name it is. Also, es gab übrigens ein Update vom Spielemacher. Kann man hier unten noch weiter? Nee, da war... Okay. Es gab ein Update vom Spielemacher, dass man jetzt auswählen kann, ob man mit DirectX 11 oder mit DirectX 12 das Spiel starten möchte. Ich habe es jetzt einfach mal testweise mit 12 gemacht, weil ich denke mal, dass das alles wohl auf dem neuesten Stand ist. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich für ein DirectX habe. Moment, hier war der Spiegel. Das heißt, doch hier kommen wir mit einem Bolzenschneider weiter. Also vermute ich mal, dass wir auch hier durch sollen. Oder das ist einfach, um den Weg abzukürzen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe so überhaupt keine Orientierung mehr hier. Ich konnte auch leider einige Tage nicht spielen. Okay, Marianne. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Ja. Was heißt das denn jetzt? Soll ich mir die Geisterwelt angucken? Oder? Also hier ist auf jeden Fall nichts, was Geisterspuren zeigen würde. Wo soll man nochmal hin? In irgendeiner Raststätte oder so? Ich höre es hier schon wieder knacken überall. Moment, kann man da durch? Da kamen wir nicht durch, genau. Ach, dann ist das hier der Teil. Okay. Alright. Here we go. Ich sage ja, ich habe völlig die Orientierung jetzt verloren. Aber das ist dann, wenn man längere Zeit mal... Aber das ruckelt jetzt immer so. Also ob das jetzt mit dem DirectX zusammenhängt oder so, ich weiß es nicht. Oh oh. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. Shh, shh, shh. I won't let it hurt you, I promise. Here. Okay. Hey. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here.
with Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he... A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Okay. Okay, ich musste gerade noch mal gucken, wo ich zur Not... Kann ich hier was drücken? Ja. Okay. Okay, da sind die Viecher wieder. Are you there? Ich glaube, den sollten wir jetzt nicht unbedingt begegnen. Oh, was ist das bitte für ein... Keine Ahnung. Gedärme oder... Ich weiß es nicht. Das sieht irgendwie sehr strange aus, finde ich. Ach so, oh, ich dachte gerade, da kommt einer. Ich meine, das sind Erinnerungen, oder? Locked. Ja, nein, der Bolzenschneider, der hilft mir da jetzt nicht. Ich würde gerne... Nein. Ich würde eigentlich gerne da durch, aber ich kann hier unten nichts anklicken. Ich glaube, das geht erst weg, wenn ich da oben die Tür gemacht habe oder so, nehme ich mal an. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, worauf ich mich jetzt konzentrieren soll. Ob ich mich jetzt oben drauf konzentrieren soll oder auf den unteren Teil oder, Moment, das was mit X? A sheet of music. Well, at least part of it. Okay, also wie bei Resident Evil. In dem Fall müssen wir 3 finden. Da ist aber auch nichts, was ich mir jetzt so angucken kann, ne? Okay. Oder ging das? Moment, das muss ich nochmal eben ausprobieren. Aber da kam, glaube ich, jetzt nichts, was ich hätte anklicken können, oder? Nee, da kam direkt die andere Welt. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Was soll das denn sein? Hier Pusteblumen oder was? Moment, da hinten war doch gerade doch was. Und was hat hier doch... Da. So. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Ein einfacher Fabrikarbeiter. Noch mehr Junge als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt. Wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Und ich habe ihn noch nie gedrängt. Aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Okay. Ganz ehrlich, ich bin ja immer darauf eingestellt, wenn ich so nach oben gucke, dass plötzlich irgendwas ins Bild reinspringt oder so. Diese üblichen Jumpscares, die kein Schwein braucht. Das finde ich aber auch sehr positiv an diesem Spiel, muss ich sagen, dass die sehr, sehr, sehr selten kommen. Okay. Äh.
Taste. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Huh? Okay. Was ist das? Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Versucht, ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete, dass er kein Maler sei. Und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie, als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität einzuschreiben. Aber nur unter der Bedingung, das Fach selbst aussuchen zu können. Und so begann sein Werdegang als Architekt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten bloßer Kompetenz aufgibt. Aber tief in meinem Inneren war ich wohl froh, die Person gewesen zu sein, die seine Vision zum Leben erweckt hat. Und dann hatte sie getroffen. Unsere Malsitzungen wurden immer seltener. Er brauchte meine Hilfe im Umgang mit seinen inneren Dämonen nicht mehr. Okay. Mehr haben wir jetzt hier nicht. War denn hier irgendwo was drin? Weil hinten kommen wir dann ja... Ne, hier kommen wir ja wieder raus. Ja, aber da kommen wir ja auch nicht durch die Tür durch, ne? Jetzt muss ich mich mal ein bisschen unten drauf konzentrieren. Weil oben können wir ja, so wie es aussieht, nichts mehr machen. Was war hier? Ach so, da können wir noch rein. Oh, this place is packed with memories. Okay. Das ist ein bisschen... Humiliation. Rage. Okay. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er von seinem geistigen Auge sah. Vom Grauen und der Schönheit der Welten, jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche tat. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so drauf versessen war, seine Visionen mit mir zu teilen. Sie schienen ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als Quelle der Schönheit verstand. Und nicht als Wahnsinn. Okay. Gehen wir mal zum Globus. Moment, den können wir jetzt auf zwei unterschiedliche Arten. That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Nicht komplett. Okay. Das heißt, da müsste... Ah! Nee, aber das kann nicht der Ball sein, oder? Den sie die ganze Zeit da mit sich rumschleppt. Also die Trauer. Da können wir jetzt so nicht durch, ne? Okay, können wir da raus? Weil es ist unten doch zu. Nee, da können wir auch nicht raus. Hier können wir auch nichts machen. Ja. Das war jetzt erstmal nicht so besonders viel. Okay. Was ist denn mit euch? Wie konnte ich denn nochmal... Ach so, Moment. Nee, aber wenn ich aus meinem Körper raustrete, komme ich trotzdem nicht durch die Tür, oder? Moment, ist die unten offen gewesen? Ne, da ist so ein Schein auch drin. Kann man das denn vielleicht versuchen? Ah, aha. Okay. Da ist was. Was ich nicht nutzen kann und nix.
Hallo? Hier ist nichts. Hä? Aber das muss ich doch nutzen können. Hier ist noch was? Ah! Okay, sehr schön. Ich gehe wieder zurück. Okay, okay. Also, dann hoffe ich, dass das nur dieser eine Teil ist, der hier fehlt. Moment. Da blinkte doch gerade auch noch was. Ja, bleib stehen. Nein, zurück, zurück, zurück. Da. Was ist das? Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what Sadness said? Hm. Okay. Sadness ist aber jetzt... Naja, gut, die muss ja als Kind gestorben sein, sonst wäre die ja kein Kindergeist, oder? Nehme ich mal an. Okay. Setzen wir das mal ein. Sind wir jetzt komplett, oder... Was können wir denn jetzt hier machen? Oh je. Okay. Okay. Nee, damit machen wir es jetzt wieder auseinander. Das geht nicht mehr. Ui. Ich weiß ja auch gar nicht, was ich damit machen soll. Sollen die... Ach so, Moment. Das sind Augen, oder nicht? Moment. Wieso geht der jetzt nach oben? Wieso nach unten? Oh, Leute. Ernsthaft. Kriege ich schon wieder die Krise, ehrlich. So, das. Das. Aber der geht ja wieder nach oben, wenn ich da drauf klicke. Das soll der doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Also das sieht für mich aus, als ob das Augen sein könnten. Die Nase dann. Aber... Der geht ja nicht nach unten, wenn ich da oben drauf drücke. Das ist ja das Problem. Geht immer noch nicht nach unten. Immer noch nicht. Ah, ah! Aha. Okay. Mist. Oh Gott. Another junction. Maybe it can show me a way out of here. Ja. Ach so, ich muss das selber. Okay. Ah. Also da komme ich. Komme ich da raus oder? Kann ich da? Soll ich da raus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollen wir auf den Balkon gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen, da ja jetzt auch noch die Zeit dazu kommt, die ich im ersten Video leider nicht, also in dem letzten Video leider nicht mehr mit reingebracht habe, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ja, dass wir dann in der nächsten Folge schauen, wo wir da jetzt genau hinkommen. Also ich denke mal, dass das ein Balkon ist, aber... Man weiß ja nicht, was man dann da findet. Bis zur nächsten Folge. Ciao.